Unsere Reise begann mit dem Bus und einer guten Reiseführerin. Dabei kann man mehr sehen und hören, als es einem in einer Privatreise gelingt. Da werden wir auch anhalten. Unsere erste Station war ein Thai-Haus, ein sogenanntes Landhaus. Hier werden bezirkstypische Dinge ausgestellt, wie Porzellan und Einrichtungsgegenstände des täglichen Lebens, so wie man sie damals im Gebrauch hatte, vorgestellt. Typisch für diese Wohneinrichtungen sind die Bilder der Besitzer oder hier ein Kohlhobel, ein Kinderbett, ein Wasserkrug. Von Opa und Oma, weil die alten Leute haben sich als manchmal so, haben auch meine Oma ihre Frau. Ungarn ist katholisch. Und im nachfolgenden Bild sieht man eine Ablichtung einer Urkunde einer Manöverteilnahme. Schöne Deckchen. Schönes Geschirr. Und bestickte Blusen sind ebenfalls typisch für diese Gegend. Diese Stele im Teehaus erinnert daran, dass man sich hier vor Jahren versammelte und Sachen zur Hochwasserbekämpfung beschloss. Bei allem, was man zur Paprikaherstellung benötigt, hier mal etwas Besonderes, eine Wassermühle. Sie war schiffsmäßig auf der Donau stationiert und wurde vom Wasser angetrieben. Bei dem Besuch in der Kathedrale habe ich mich besonders auf die Musik konzentriert. Und versucht, die Musik bildlich etwas zu untermalen.
besonders verehrt wird in Ungarn die Mutter von Jesus Christus, die Heilige Maria. Man kann das an diesen vielen Darstellungen in dieser Kirche beobachten. Eingeschlossen in diese Verehrung ist der König Stephan. Und besonders gut dargestellt ist auch diese Kanzel mit ihren wunderbaren Schnitzwerken, die auch vergoldet sind. In diesem Sarg wird nach meiner Information einer der ersten Bischöfe bestattet. Hier beginnt die Vorführung der Hirtenpeitsche. Und jetzt?
In allen Lagen beherrschen die Hirten ihr Arbeitsinstrument und natürlich auch ihr Pferd. Und das ist der sogenannte Plustalsessel. Oha! Und wenn der Hirt nach Hause kam und war der Meinung, das Frauchen hatte nicht gehört, gab es natürlich auch was mit der Peitsche. Du sollst dich aufhängen, du sollst dich aufpeitschen. Mit den Peitschen konnte man natürlich auch Hasen jagen, eine kleine Vorführung, wie man es beherrschte. Und hier kommt nun der kleine Komiker mit dem Eselchen. Ja, was die Peitsche nicht macht, das macht halt der Stiefel. Und für diese Einladung bekommt er immer Applaus. Jetzt wird mit dem vollen Weinglas geritten. Eine Runde, ohne es auszuschütten. Ein weiteres Reiterspiel ist der Kampf um das rote Halstuch. Es wird entrissen und fortgeritten und hin und her. Und zum Schluss wird es natürlich der kleine Eselreiter wieder bekommen. Diese Vorführung nennt sich ungarische Postkutsche. Und zum Probieren rate ich das niemandem. Man muss nicht nur auf den letzten beiden Pferden stehen können, man muss auch die anderen Pferde davor im Griff haben. Nun schauen wir uns den Weidebetrieb einmal etwas genauer an. Mit dem Musiker als Hirten, den schönen Wagen, dem neugierigen Fotografen und Filmer und dem, was sich dem Auge sonst bietet.